Hallöchen! Schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Dark Souls 3, ich stehe vor dem letzten Boss im Hauptspiel. Danach geht's in die DLCs. Ja, ich habe mich schon ein bisschen mit ihm angefreundet. Das muss ich jetzt heute erstmal versuchen wieder abzurufen. Jetzt wollte ich gerade Y drücken, um die Seelen einzusammeln. Ich habe gerade eben Elden Ring gespielt. Ja, so kann es gehen. Eine Kleinigkeit möchte ich noch kurz bei André gucken, um es mir vielleicht noch einen Ticken leichter zu machen. Einen kleinen Ticken leichter machen. Und nicht nur bei André. André! André! Mon ami! Bei ihr auch. Bei ihr auch. Und zwar genau das will ich haben. Alle drei. Genau. Perfekt. Oh, ich könnte natürlich auch irgendeine coole Rüstung hier kaufen, ne? Ah. Ashen One? André! Also, meine Waffe kann ich nicht mehr verstärken, ne? Die ist full. Complete. Kann ich sie durchwirken? Nein, die ist Vollgas bestens. Warte mal. Ich dachte, ich kann auch... Ich bin verwirrt. Pretty, be careful. I don't want to see my work squandered. Ich dachte, ich kann Helme und Rüstung und sowas auch verbessern. Geht das nicht? Leuchtfeuer vielleicht? Nö. Kann man nicht Rüstung verbessern? Ich dachte, die kann man verbessern. Seltsam. Gerade nochmal ganz kurz gucken. Wie groß ist denn hier nochmal der Unterschied? Bin ich jetzt hier? Wurde nach Dark Souls 2 wieder abgeschafft. Ach so. Ich dachte, ich war mir sehr sicher, dass das geht. Habe ich hier eine schwerere Rolle als eben? Nee, das ist gleich, ne? Das passt schon. Du musst am Anfang wertvolle Titanitscherben. Ja, jetzt wär's halt cool für mich gewesen. Am Anfang hätte ich es eh nicht gemacht. So, weil ich nie das Gefühl hatte, dass Rüstung in Dark Souls so viel bringt. Aber jetzt für das kleine Quäntchen, das es vielleicht doch noch bringen könnte, hätte ich es jetzt halt gemacht, um einfach vielleicht doch einen Schlag mehr zu überleben. Aber in dem Fall, wenn es nicht geht, geht's nicht. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter in den... Ja, großer Turm, passt. Dieser Sound vom Laufen auf dem Nebel. Mega. Ich will... Ey, wie krass ich einfach schon in Elden Ring drin bin. Ich drücke immer Y.
Aua. Musste das jetzt sein? Komm her jetzt. Hallo. Ich will dein Nugget. Ich mach Chicken Nugget aus dir. Und dein Reiter kann nichts dagegen tun. Autsch. Ja, vielleicht kann er doch ein bisschen was dagegen tun. Ein bisschen. Na. Mist. Ich habe gedacht, vielleicht reicht's, dass ich einen saufen kann. Doch keine Chicken Nuggets. Aber jetzt gibt's Chicken Nuggets. Duck, duck, duck. Und wieder Y gedrückt. Hähnchenkeule. Ja, seine Füße sind halt wirklich schmerzfrei, ne? Oh, dass mich das noch getroffen hat, das ist gemein. Aua! Ach, zu viel gesoffen. Das war jetzt unnötig. Komm. Ah, man rennt los und wenn ich 10, 5 Meter zu nah an seinen Beinen stehe, dann reicht die Zeit wieder nicht mehr, dass ich da... Oh, ärgerlich. Schmutz. Ich habe noch nicht einmal das Hühnchen getötet. Bin eigentlich davon ausgegangen, dass das Hühnchen sofort stirbt und ich Probleme mit dem Reiter habe, aber... Das Hühnchen ärgert mich gerade mehr als der Reiter.
Nicht aufstehen. Oh, bleib doch einfach liegen, bis das Feuer vorbei ist. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das mit diesen Geschenk-Abos, wenn ich es gerade nochmal hier in der Übersicht sehe. Sucht Twitch aus, wer die kriegt, oder? Da kann ich da nichts dran ändern, weil eigentlich wäre es doch viel besser für die Leute, die in letzter Zeit viel zugeschaut haben, oder? Ist doch doof, wenn das irgendwelche Randys kriegen, die sowieso nie bei mir im Stream sind. So, okay. Aber diese Entscheidung, die liegt dann bei dem, der, ja, das, bei dem, der das Geschenk verteilt, ne? Timing. Am schlimmsten ist einfach echt die Kamera. Am schlimmsten in diesem Kampf mit dem Vogel ist die Kamera. Sobald der Vogel weg ist, ist alles easy, aber bis dahin, boah. Ja, das ist echt schade, dass Twitch das dann random verteilt. Wirklich schade. Komm jetzt, Vögelchen. Okay. Machst du nix? Weil man einfach nichts sieht. Machst du nix? Alter, man sieht nix. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Wenn ich auch ihn besser sehen würde als Reiter obendrauf, ne? Dann könnte ich irgendwie sagen, okay, ja, hier jetzt passiert das oder das, ne? Aber ich muss gleichzeitig... Das wird auch besser mit dem anderen Controller. Da kann ich mir sowas nämlich einstellen, dass ich die Rolle auf einen unten drauf drück. Auf einen anderen Finger, auf den Mittelfinger oder so leg. Dann kann ich mich gleichzeitig umschauen und rollen, theoretisch.
Ach, das typische Dark Souls-Ding wieder. Mann. Scheiße. Ich bin aktuell nur am Gegensaufen. Nur am Gegensaufen. Weil er dann auch Rollen ausführt, die ich bereits eine anderthalb Sekunden vorher gedrückt habe. Ich aber noch in den Iframes vom Hinfallen bin. Und dann nach dem Aufstehen wird dann die Rolle ausgeführt, die man nicht mehr abbrechen kann. Bisschen ärgerlich. Das Hühnchen ist halt so nervig dann davor. Ich würde echt, also ihn besser, mehr üben. Einfach ihn ein bisschen mehr üben. Ja, und dann startet er mit sowas, ey. Schweinerei. Hühnchen! Ich sehe nichts, ich weiß nicht, was er für einen Move macht. Keine Ahnung, ich habe wieder nichts gesehen. Ach ja. Oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh. Irgendwelche Nebel und irgendwelche Drachen und irgendwelche Ritter, aber im Nebel auf Drachen ist... Nebel und Ritter in Dark Souls. Oder Rauch und Ritter. Alles das gleiche, der gleiche Schmutz. Mann, es ist einfach so ätzend. Warum kann ich nicht eine Kamera kriegen, die, keine Ahnung, noch 1000 Meter weiter draußen ist, dass ich wenigstens sehen kann, was der Scheißbastard treibt? Mann! Wäre jetzt mal interessant zu wissen, ob er tatsächlich ein Bastard ist. Irgendwann werde ich es erfahren. Weil wenn ich nämlich sehe, was er tut, dann ist das alles halb so wild hier. Ich seh nix, ich seh nix. Scheiße. Hallo.
Nicht gesehen, keine Ahnung. Ach ja, genau. Oh, dann muss er hintereinander zwei machen, die mich killen. Ohne dass ich irgendwas sehen kann. Oh. Oh. Oh Mann. Was ist denn das hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr so einen wilden Schwenker in irgendeine Richtung macht. Keine Ahnung, was hier passiert. Echt jetzt, das trifft mich, oder? Oh, das muss aber knapp gewesen sein, ey. Oh Gott. Ja. Schon wieder zu viel hier saufen müssen auch. Gegen das Hühnchen. Ha, mein Gott, es ist so kacke. Hau ihn jetzt, hau ihn jetzt. Oh. Oh. Paul, grüß dich, hi. Immer wieder das Gleiche, immer wieder hier rein, immer wieder beschissene Kamera, immer wieder nicht wissen, wo man hinhaut, immer wieder nicht wissen, was er macht. Ich weiß, am liebsten würde ich euch irgendwas erzählen, keine Ahnung, einen Schwenk aus meinem Leben. Weil es ist ja sowieso, ich weiß, was ich tun muss und es gibt halt entweder sehe ich, was der Gegner macht oder ich sehe es nicht. Das sind die zwei Optionen. Wenn ich sehe, ist alles gar kein Problem. Ausgewichen und gekillt und Schaden gemacht. Alles kein Thema. Aber sobald ich den Gegner nicht mehr sehe oder die Kamera irgendeinen ganz wilden Unsinn treibt, sterbe ich halt. Ansonsten ist jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, was macht er? Ich weiß es nicht. Wo soll ich hin? Was soll ich tun? Und dann sterbe ich. Und das, deswegen können wir auch, keine Ahnung, sollen wir über, worüber reden, Mirk? Und guck halt hin, ja. Ich guck hier, da, wo soll ich denn da hingucken? Man sieht ja nichts. Du kannst nach oben schauen, aber du musst ja unter ihm stehen, um überhaupt ranzukommen an seinen Damage. Ach so, jetzt geht's um die Wurst.
Ich benutze jetzt mal keine Menschlichkeit, weil ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht bereit dafür, hier mit ihm jetzt auf Menschlichkeit zu kämpfen. Genau wegen sowas. Man drückt ausweichen, passiert aber nichts. Ja, hätte Menschlichkeit halt auch nicht geholfen, ne? Das ist ein großer Mist. Das ist ein ganz, ganz großer Mist. So, jetzt können wir wieder über Gott und die Welt sprechen. Währenddem ich das Hühnchen anbrüllt. Ja, da musste ich jetzt zu viel Kamera steuern. Wenn ich dann halt Kamera bewegen muss, kann ich nicht ausweichen, weil mein Daumen ja auf der Kamerasteuerung sitzt. Unkonzentriert. Unkonzentriert, weil es mich nervt. Ich sehe wieder nicht, keine Ahnung, Alter, ist es ein Shit. Ja, ich musste wieder Kamera bewegen und konnte deswegen nicht ausweichen. Und du kannst halt auch nicht die fokussierte Kamera spielen, weil dann siehst du ja doch so, sieht man ihn wenigstens. Ja, vielleicht spiele ich so, aber dann muss ich jedes Mal die Kamera wieder wegtun, wenn ich dem Drachen Schaden machen will, weil ich an seinen Hals kommen möchte. Es ist, ja, ein Kampf mit der Kamera hier an der Stelle, hauptsächlich. Hühnchen schon down? Ja. Also der Kampf gegen das Hühnchen ist Kampf gegen die Kamera. Ah. Und dann schafft man das Hühnchen und kriegt direkt auf die Fresse von ihm. Ah. Ich glaube, ich hau mir einen Emulator für die PlayStation drauf, dann kann ich eine Quicksave-Funktion verwenden und kann dann den Quicksave laden vor ihm und muss das Hühnchen nicht mehr besiegen. Wie wäre das? Machen wir das so? Ist das eine gute Idee? Oder gibt's bei Steam vielleicht sowas? Da, was soll das? Warum dreht sich die Kamera? Also die fixe Kamera kann man halt auch nicht verwenden, weil die macht noch wildere Sachen. Ja, zu spät hingucken können. Gute Idee oder lame, ja.
Ich finde, das ist eine gute Idee. Und dann den üben. Und sobald ich den kann, dann von vorne nochmal beides zusammen machen. Ist doch viel besser. Und da verliere ich ihn ja auch aus dem Fokus. Und dass das trifft, ist auch gemein. Obwohl ich ausweiche, trifft mich sein Splash-Damage da an der Stelle. Wow, das ist neu. Was, warum? Warum machen wir das jetzt? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Hallo? Warum sehe ich nichts? Warum darf ich nichts sehen? Dummes Hühnchen. Jetzt drücke ich ausweichen, dann führt das nicht aus. Ne? Sonst, wenn ich ausweichen drücke, währenddem ich im Stun bin, führt das sofort danach aus. Jetzt nicht. Ist auch immer super. Immer so ein, ist immer ein Riesenspaß, wenn das Spiel einfach auch manchmal seltsam ist. Brauchst du beim 50. Versuch auf einmal neue Attacken auspacken? Ja. Ist auch nicht schlecht. Julius. Ah, okay. Ich sollte meinen Chat hier unter mir ein bisschen größer machen. Kann das sein? Was zum... Hä? LOL! LOL, was ist jetzt passiert? Warum? Ah, ich seh... Ach Mann, ey, Kamera! Okay, ich wusste nicht, dass man diesen Vogel ausnocken kann. Das war gerade irgendwie geil. Ja, das bin ich auch schon am, ich weiß gar nicht, Samstag. Samstag hatten wir, glaube ich, bis hierhin gespielt. Bin ich auch schon ziemlich gut in die zweite Phase gekommen. Selten mal nicht. Ich musste mich jetzt halt kurz einspielen, so. Die ersten 3, 4, 5 Versuche waren halt wieder reinkommen, weil Elden Ring.
davor passiert ist. Also der Vogel ist kein Problem. Wie gesagt, es gibt zwei Sachen, die passieren. Entweder ich sehe es und kann ausweichen und ihn killen, oder ich sehe es nicht, weil die Kamera kacke ist und kann ihn nicht killen. Aber der einzige Grund, hier dieses wirre dieses wirre Hin- und Hergeschwenke von der Kamera ist echt übel, ey. Ja, da schon wieder. Keine Ahnung, ich hab's halt nicht gesehen. Da, ich sehe nichts. Richtung Drache gedreht gehalten. Ja, das habe ich auch schon probiert. Geht auch, aber... Ja, ja, aber dann habe ich das Problem, dass wenn ich die Kamerasteuer nicht ausweichen kann, Leute. Das habe ich doch vorhin gesagt. Das ist einfach... Und wenn das passiert und das in einem blöden Moment passiert, dann kriegt er mich in der ersten Phase. Das so abwechselnd zu spielen, würde ich... Na, nee, ich bin da sofort drin. Ich fand jetzt aber das Anvisieren eigentlich ganz angenehm, weil ich dann nicht mehr so... Gut. Wir machen was anderes, alles klar. Also zumindest hier ist es super. Wenn er so rum um mich rumfliegt, ist doch das Anvisieren super. Dann auf den Vogel. Da macht die Kamera einmal ganz wilde Sachen für einen Moment. Hallo? Oh nein, ich wollte keine Menschlichkeit nehmen. Lol. Ich probiere es halt gerade mit Anvisieren aus, aber es hilft halt auch nichts. Seit wann kann ich jetzt diesen Vogel ausnocken? Kann mir das mal einer erklären? Warum kann ich den auf einmal ausnocken? Ja, ja, aber ich mach's nicht anders als vorhin. Ich mach's ja nicht anders als vorhin, deswegen bin ich so verwundert. Ach, come on. Lutsch mir doch meine untoten Eier, ey.
Na, Mist. Ich hab's gemerkt, dass ich zu früh dran war. Ja, es könnte am Schädel liegen, ja. Stabiler Versuch, Dankeschön. Es könnte daran liegen, dass ich ihn am Schädel direkt treffe und nicht am Hals. Ja, ich bin mehr auf den Schädel gegangen, die letzten Versuche. Ich vermute, dass ich dort ein bisschen mehr Schaden mache und dass es dann reicht. Hey, ich finde auch die zweite Phase gar nicht so wild. Es ist nur das... die Kombination hier. Dadurch, dass man erst das Hühnchen bekämpfen muss. Und er mich auch teilweise halt ganz seltsam treffen kann. Wenn trotz Ausweichen... Man sieht wieder nichts. Passieren solche Sachen halt. Ja, gefickt eingeschädelt. Grüß dich, Ken. Hi. Schön, dass ihr alle am Start seid. Aul. Ich weiß gar nicht, ob ich Hallo gesagt habe. Falls nicht, holen wir das eben nach. Hallo, Paul. Schön, dass du da bist. Ken. Hi. Julius. Alle, die hier im Chat unterwegs sind und alle, die nichts schreiben, natürlich auch schön, dass ihr da seid. Grüße an die Lurker. Ach komm! Keine Ahnung, was jetzt passiert. Ja, natürlich trifft's mich, weil ich nicht weglaufen kann, weil ich nicht weiß, in welche Richtung er nach oben fliegt. Um dann irgendwie zumindest einen Ansatz zu haben. Hilfe, Kamera, Hilfe! Ich weiß nicht, was los ist. Keine Ahnung, neue Attacke, unbekanntes Zeug. Chaos. Terror. Ja. Genau das. Genau das. Nein! Ach, er trifft trotzdem wieder meinen... Weiß nicht, ich sehe nichts, keine Ahnung, was passiert. Kamerachaos ist am Start. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich sehe nichts. Das ist halt die Gefahr, wenn ich... Hallo?
Naja, bleib halt noch länger am Boden liegen. Fluch! Mann! Bitte bringen Sie mir was Süßes. Ich brauche jetzt Zucker, glaube ich. Hübschi! Die guckt, die hört leider nicht zu. Glaube ich. Ich weiß auch nicht, wo ich seinen Blitz, wo ich den Blitz ausweichen soll. Ich glaube, ich sollte von ihm weggehen. Ey! Liegst du schon im Bett? Oder kannst du mir schnell 2, 3 Gummibärchen von den... Geil. da ist eine offene Packung. Hallo, Frau Tassilo. Ja. Ah, du Ratte. Was? Jetzt durfte ich nicht? Naja, okay. Das war gut. Das war eine gute erste Phase. Oh, okay. Let's go! Alles klar. Mist. Dankeschön. Nein! Also ich brauche jetzt ein bisschen Zucker und dann machen wir ihn. Kommen jetzt hier Zucker rein und dann fällt er. So, Entschuldigung. Man soll nicht essen. Das ist aber nur ein kleiner Snack. Tod durch Süßigkeitenlieferung, ganz genau. Egal, nicht so schlimm. Halb so wild. Alles gut. Das ist Doping? Ey. Jetzt aber mal halblang hier. Nur das gute Zeug. Perfekt. Aber natürlich das Beste. Na, weg hier. Na. Das macht auch einfach so viel Schaden, ne? Brutal.
So, war wieder in Ordnung. Wieder eine ganz okay erste Phase. Shit. Gefühlt wieder im richtigen Moment gedrückt. Und dann gleich zwei solche hinterher, ey. Also das... Oh, come on. Nein, nein, nein. Ach, Mann. Das war jetzt aber auch ein Pattern, das er da rausgehauen hat. Wahnsinn. Und vielen, vielen Dank, Hübschi. Das war wirklich, das war jetzt sehr, sehr wichtig. Es beruhigt ein bisschen. Ein bisschen was für die Nerven. Und für den schnellen Energieschub jetzt. Die letzten... Die letzten Minuten. Nice. Nice, 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 nice. Probieren wir es nochmal mit einer Menschlichkeit. Boah. Auch wieder so ein unnötig schneller. Fünf Menschlichkeit noch. Komm schon. Komm schon, komm schon. Die zweite Phase ist nicht so schlimm. Man sieht die Momente. Man sieht, wann man ausweichen muss. Man erkennt das alles. Es ist... Es geht voll klar. Sobald das Hühnchen mal erledigt ist, geht's eigentlich voll klar. Aber ich krieg's trotzdem nicht hin. Oh oh, das ist mein Tod. Ja. Das wusste ich schon, als er angefangen hat zu brutzeln. Wenn er nicht gebrutzelt hätte, hätte ich es vielleicht irgendwie geschafft, aber... Der Brutzler war es dann, der mich getötet hat.
Okay, ich war in der Rolle eigentlich. Hätte ich in der Rolle sein müssen? Hab nichts gesehen wieder. Wie gesagt, die einzige... Der einzige Grund, weshalb die erste Phase nicht funktioniert, ist, dass ich nicht sehe, was passiert. Ich sehe nichts. Ah, das war jetzt unnötig geheilt, aber mal gucken. Das war ein ganz okayer Moment für die Menschlichkeit, hätte ich gesagt. Ich hab's Timing nicht. Ich hab's Timing nicht. Welche Ringe trägst du aktuell? Du fragst mich Sachen, ey. Scheiße. Ah. War auf jeden Fall besser. Lief schon wieder besser. Erhöht Stärke, verringert Belastung. Den könnte ich vielleicht tauschen. Ah, erhöht körperliche Angriffe. Nö, das ist ja auch mehr Damage. Erhöht die durch Estus Flakons regenerierten Trefferpunkte. Finde ich auch gut. Und erhöht maximale Trefferpunkte. Den könnte ich vielleicht. Giftresistenz, Pyromanie, Pyromantie, erhöht Geschicklichkeit. Zusätzliche Zauber, Ascheflakon benutze ich nicht. Findet von ihr aus der... Wenn Angriffe abgewehrt werden. Bei geringen Trefferpunkten, bei vollen Trefferpunkten. Die Rolle unsichtbar ist Quatsch. Verstärkt Angriff, solange er andauert. Den verstehe ich nicht. Was bedeutet das? Regeneriert TP mit Folgeangriffen. Nee, lohnt sich, glaube ich. Also das Einzige... Das Einzige, was ich vielleicht... Vielleicht irgendwie noch lohnen würde... Angriffe bei vollen Trefferpunkten. Ah. Und wie lang ist diese Zeitspanne, wissen wir nicht. Paar Sekunden.
Mir müsste mir ja angezeigt werden. Links oben. Hm. 5 Sekunden sind aber absolut okay. 5 Sekunden sind eine Ewigkeit hier in dem Kampf. Da sollte ich eigentlich ausgewichen sein und wieder ein Damage gemacht haben. Außer wenn er fliegt oder so. Dann natürlich nicht. Ach komm, dass das jetzt getroffen hat, ist doch auch jetzt... Nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Aber mir wurde jetzt nicht einmal ein Buff angezeigt, also lohnt sich, glaube ich, nicht. Also wenn, dann habe ich eher volle Trefferpunkte. Bisschen mehr Damage wäre schon geil. Hm. Ich heile ja immer wieder mal zwischendurch und schlucke auch mal eine Menschlichkeit, dann habe ich wieder volles Leben. Mal gucken. Wie arg sich das jetzt hier überhaupt auswirkt. Alter, wie, was für eine Reichweite er da auch hat mit dem Ding. Er zoomt sich hinter mir her. Bin extra weggerannt, aber der Vogel ist dann auch nochmal 2 Schritte hinter mir her und dann der Hals vom Geier. Ich sehe nix. Ins Auge. Seh nix. Ach, komm. Der Rollenansatz war schon da. Ha, du Ratte.
Wieder die Homing-Rakete am Start. Was passiert? Was passiert? Warum habe ich solche seltsamen Dinge getan? Ach, jetzt hat der auch noch zwei Phasen. Es reicht ja nicht. Oh, Scheiße. Es reicht ja nicht. Er macht auch noch dummen Scheiß, sobald man 50% runter hat. Er macht auch noch Zusatzblödsinn, wenn man ihn auf 50% runter hat. Oh Mann. YouTube, ich danke euch recht herzlich fürs Einschalten und ich habe die Vermutung, dass das hier noch den ein oder anderen Versuch dauern wird. Deshalb würde es mich freuen, wenn ihr auch die nächste Folge einfach so irgendwo im Hintergrund laufen lasst. Lasst es einfach durchlaufen. Ist mir egal. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sorry, nein, ehrlich. Ey, schön, dass ihr da wart. Es macht mich nur ein bisschen wahnsinnig, sowas. Also YouTube, danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.